Na gut, dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem Programm für heute an, was ich auch unten in der Info stehen habe. Vitamin Esports Reaction. Denn auf dem YouTube-Kanal Vitamin Esports könnt ihr auch mal unten in den Panels, habe ich eins dafür gemacht, könnt ihr mal vorbeischauen. Die haben nämlich drei neue Videos hochgeladen. Die werden wir uns aber jetzt nicht alle angucken. Ich würde sagen, wir gucken uns die Montage von Spotty an, oder? Schaut auf jeden Fall gerne mal hier vorbei, Vitamin Esports, und lasst mal ein kostenloses Abo da. Das kostet euch überhaupt nichts bei YouTube. Und da könnt ihr euch mal einige geile Videos von Rocket League angucken. Wenn ihr Kommentare habt, wenn ihr was einzuwerfen habt, schreibt es gerne rein. Dann würde ich sagen, legen wir los mit dem Video. Viel Spaß! Also das allein schon gefällt mir, dass die Schrift so in Flammen ist. So flammend, flambierend, kann man schon fast sagen. Also das allein gefällt mir schon ganz gut. Gut ausgedribbelt. Oh, ich habe noch gedacht, der geht in den Winkel rein, gell? Habe ich echt noch gedacht, aber dann nochmal so zum Schluss, nochmal draufgegangen und dann reingeschossen. Echt nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Hat er nicht gemacht. Er hat sich gedreht. Er hat sich gedreht und ist dann rückwärts auf den Ball und hat so noch ein Tor gemacht. Alter, krass. Krass, krass, krass. Das verstehe ich halt auch nie. Also ich kann es nicht nachvollziehen, sagen wir. Also ja, doch. Dass, wenn man auf den Ball drauf zukommt, den Ball mit allen vier Reifen berührt und sich dann nochmal so drehen kann. Also ich kann es schon nachvollziehen, dass das funktioniert. Aber ich schaff das nicht. Ich schaff das nie, wenn ich Rocket League zocke. Ich bin zu dumm dafür. Aber es ist geil gemacht, ja. Auf jeden Fall. Auch geiles Tor. Echt nice. Da hat er sich auch gedreht und hat nochmal mit der Spitze vom Auto den Ball reingeschossen. Den Ball reingeschossen. Ich glaube, man hat mich jetzt nicht gehört. Also auch ein echt geiles Tor. Mega. Richtig schön durch die Luft carried den Ball. Auch nicht schlecht. Und da muss ich dazu sagen, das ist eigentlich viel zu wenig drin, weil bei Rocket League gibt es natürlich auch den Basketballmodus. Oder als Hockey gibt es ja auch. Und das muss ich sagen, das ist viel zu wenig drin. Das müsste auch eigentlich mal mehr gemacht werden, weil da gibt es auch richtig nice Trickshots, muss ich sagen. Klar, vielleicht spielen sie das auch nicht so oft. Sollen sie jetzt auch nicht, um Gottes Willen. Aber es wäre halt schon nice, finde ich, wenn sowas mal öfters drin wäre, so andere Modes. Gerade hier auch das Basketball, das nicht nur so Fußball, das ganz normale Rocket League ist, sondern auch mal so Trickshots von Basketball. Fände ich auch mal ganz geil, wenn das mit drin wäre.
Hat mir gut gefallen. Hat mir gut gefallen, der Trickshot hier. Oha, mega gut gesaved. Das verstehe ich auch nicht. Für mich sieht das so aus, als würden die sich einfach willkürlich so um die eigene Achse drehen und dann treffen die den Ball perfekt und dann geht er noch rein. Ich habe das meinem Kumpel, von dem ich, wo er auch Leader im Discord ist, bei Vitamin eSports, habe ich ihm auch mal gesagt, das sieht für mich nicht gewollt aus. Das sieht für mich nach Glück aus. Aber jedes Mal, und jeder sagt mir auch, dass das gewollt ist, aber die drehen sich doch willkürlich um die Achse. Für mich macht das überhaupt keinen Sinn. Guter Doppelpass. Sehr guter Doppelpass. Gefällt mir. Oh, das war auch ein neues Outro, kann das sein? Also das Outro hat mir auch sehr gut gefallen. Das war das Beste am Video, Kappa. Nein, Spaß. Aber geil. Mega. Also die Montage hat mir auch echt gut gefallen. Waren echt gute Trickshots dabei. Und wie gesagt, wenn in den Montagen mehr mal so Basketball-Mode drin wäre von Rocket League oder Hockey, fände ich auch mega nice. Also das vielleicht könnte ein bisschen mehr, aber ansonsten, die Montagen sind immer gut. Nur letztens hatte ich einen Kritikpunkt, da war einfach die Lichteffekte ein bisschen zu krass. Das war hier nicht der Fall, also das hat mir schon viel besser gefallen, auf jeden Fall. Ansonsten, es gibt eigentlich nichts zu meckern. Das Video ist mega geil geschnitten, die Musik hat auch mega gut dazu gepasst. Und die Tore, ich glaube, da brauchen wir auch nicht drüber reden, mega. Mega geile Tore. Also, ja, Daumen nach oben. Daumen nach oben. Machen wir jetzt auch gerade nochmal hier. Zack, Daumen nach oben. Also hier auf jeden Fall mal vorbeischauen, liebe Community, liebe Zuschauer. Und da mal auch ein Abo dalassen, ne? Hier. Das muss mehr werden.